Johannes Blum. Niederlage in Dortmund. In Dortmund kann man verlieren, aber eine 5:1 Niederlage muss man wahrscheinlich erstmal verdauen. Haben Sie das schon? Nee, habe ich, wie gerade eben schon den Kollegen gesagt, habe ich leider noch nicht. Und ja, das wird noch ein bisschen dauern. Die Niederlage kam ja vor allem zustande in den letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit. Was war denn da los? Ja, wir waren einfach unkonzentriert und das darf man gegen so einen Gegner nicht sein. Und wenn man das ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann solche Gegentore bekommt. Das 1:1 fiel ja nach einer Standardsituation, da waren Sie dann zugeteilt im Lewandowski. Ja, das weiß ich, das darf mir nicht passieren. Ich hatte keinen Körperkontakt zum Lewandowski und ja, das darf ich auf keinen Fall machen. Und dann hat er ein leichtes Spiel gehabt und ja, aber der Fehler passiert eigentlich vorher, wo ich den Fehlpass spiele und dann kommt es zu dieser Standardsituation gar nicht. Jetzt gab es 2 Niederlagen zuletzt, jeweils mit 5 Gegentoren. Ist es jetzt gut, dass mal eine 2-wöchige Pause ist bis zum nächsten Spiel, dass Sie mal durchatmen können? Also grundsätzlich ist es schon so gut, dass wir mal durchschlaufen können, aber wir haben verloren und wollen es eigentlich dann gleich wieder wettmachen. Und dann ist es jetzt ärgerlich, dass wir jetzt 2 Wochen warten müssen bis zum nächsten Spiel.